Vielleicht bist du ja auch immer auf der Suche nach günstiger Ausrüstung und diese Warta-Kopftaschenlampe, die hat Rotlicht und zwei weitere Lichtmodis, sehr, sehr günstig, sehr, sehr leicht, sehr kompakt, die hat mich überzeugt und wenn du wissen willst, was die kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Ross von Home Survival Shop Überlebenskunst, schön, dass du dabei bist. Die Lampe, ja, die habe ich nicht einmal selbst gekauft, sondern die habe ich bei so einem Programm, so einem von meinem Energieversorger. Da kann man Punkte sammeln und wenn man genug Punkte hat, dann kann man sich irgendwas aussuchen und da hat diese Lampe, die hat meiner Frau, also der Manuela, recht gut gefallen und hat sie bestellt und dann habe ich sie bekommen und ich habe die jetzt seit dem Winter 2018. Und ich muss da sagen, ich habe sie in zweifacher Ausführung. Ich habe sie bei den Trainings mitgehabt, ich habe sie auch so immer wieder im Einsatz und kann sagen, dass dieses günstige Teil alles kann, was man braucht. Ich zeige dir dann draußen bei Dunkelheit noch einmal die Stärke, aber es gibt ein Fernlicht sozusagen, ein Licht im Nahbereich, einmal Rotlicht und das ist absolut ausreichend. Der Betrieb ist mit drei AAA-Batterien gemacht. Das Teil hat hier so eine ganz leichte Gummierung. Das heißt, es ist spritzwassergeschützt. Also wenn es da so ein bisschen drauf regnet, ist das überhaupt kein Thema. Tauchen gehen würde ich damit nicht. Und natürlich, auch von der Farbe her muss er das gefallen, denn das gibt es meines Wissens nur so. Ich hatte einen sehr netten Kontakt zu der Firma Warta und wollte das ins Programm mit aufnehmen. Und unabhängig davon, dass der Vertreter sehr nett zu mir war und hat er mal keinen Preis machen können, der irgendwie sinnvoll wäre. Denn wenn ich bei Amazon reinschaue, gibt da unten natürlich billige Eigenwerbung den Link. Das war mein Einkaufspreis. Und da braucht man nicht drüber reden, da kannst du gleich bei Amazon kaufen. Und ich kann nur sagen, dass das wirklich sehr nett ist. Das Einstellen auf die Birne, auf den Umfang der Birne funktioniert auch super. Es gibt die Möglichkeit, das so einzustellen, dass man das zum Beispiel beim Kartenlesen, ja, wenn man Karten lesen mag, dass man das so schön oder was lesen will oder ich weiß nicht was, aber natürlich auch, um in der Distanz zu wirken. Und sehr leicht, sehr kompakt, halt auch relativ viel aus für das kleine Ding, nämlich das hier ist überhaupt kein Thema, da kenne ich Schlimmeres. Und jetzt zeige ich dir, was sie kann im Dunkeln. Ja, ich mache wieder meinen obligaten Test hier und ja, das ist das Fernlicht sozusagen. Ja, das ist ausreichend, damit man da ein paar Meter leuchten kann. Das ist wirklich okay. Ich meine, ich weiß die Lumenzahlen jetzt nicht. Schau das an auf Amazon und dann weißt du, da kannst du das rausfinden. Aber es ist ausreichend. Es ist jetzt nicht so super hell, dass ich so, aber für den Preis absolut okay. Dann ein kleiner Tastendruck reicht und du hast den Nahbereich. Du siehst, da geht es jetzt nicht mehr so weit, aber dafür hast du halt wirklich in der Nähe ein schönes Licht. Wenn ich das jetzt noch einmal vergleiche mit dem Fernmodus und da jetzt umklicke, dann siehst du gleich den Unterschied. Also das ist der Punkt. Ja. Fernmodus, ja, und dann der Nahmodus und der leuchtet das viel gleichmäßiger aus. Es ist nicht so hell, es ist nicht so dunkel. Ist wirklich sehr gut gemacht. Ja. Und dann können wir gleich zum Rotlicht übergehen. Das Rotlicht, das geht auch jetzt nicht so weit. Ja. Es sind drei unterschiedliche LEDs. Ich zeige dir das dann nachher noch. Das geht jetzt auch nicht so weit. Also, wo, da kann man die Distanz leuchten. Da kenne ich bessere Lampen. Aber für den Preis, was willst du? Wenn du im Nahbereich unterwegs sein willst, wenn du jetzt zum Beispiel draußen übernachtest im Wald, wie ich jetzt zum Beispiel bei den Trainings, und ich will noch einmal mein ganzes Zeug zusammenbauen und zusammenholen, aber will aber nicht volles Licht, sondern Rotlicht, damit ich meine Nachtsichtfähigkeit nicht verliere oder behalte, dann ist das absolut ausreichend. Ich meine, schau, das ist einfach super. Und ja, das kann das Teil. Yeah! Ja, wie erwähnt, es gibt eben drei LEDs, nämlich das Fernlicht, so, schau, dann das Nahlicht, das da geht gleich rüber, und das Rotlicht, und ja, habe drei unterschiedliche LEDs. Ist okay, ich hatte noch keinen Ausfall, also sie funktioniert jetzt schon über ein Jahr ohne Probleme, und daher kann ich nicht sagen, wie die Leuchtdauer ist, kann ich nicht sagen, aber absolut ausreichend, meiner Meinung nach, bis jetzt. Ich werde es in Langzeittest nehmen. Zu den Batterien nochmal. Ich habe ja zwei Exemplare. Ein Exemplar im Rucksack, das ich bei den Trainings mit habe. Und das hier, das liegt einfach daheim. Und bis jetzt sind diese Batterien noch nicht ausgelaufen. Das passiert ja auch immer wieder, besonders bei irgendwelchen, das ist auch billiger China-Zeugs, wahrscheinlich kommt auch nicht made in Germany, da bin ich mir sicher, steht sogar drauf. Ja. Aber trotz alledem, das ist so gemacht, dass die nicht auslaufen. Ja, auch bei der anderen Lampe, die ich habe, nicht. Und das ist schon ein großer Vorteil, denn ich habe, das habe ich jetzt nicht hier, aber habe ich im Büro, so ein Teil, das ich mir bestellt habe bei Gearbest oder was, bei Wish, ich weiß es nicht mehr. Und das habe ich dann liegen gehabt, das waren aber Doppel-A-Batterien und das ist ausgelaufen. Und das ist dann einfach am Murks. Und das ist hier nicht der Fall. Also, bis jetzt, Top-Teil.
Ja, das war natürlich jetzt ein sehr kurzes Video, aber mein Fazit ist, wenn du eine günstige Lampe suchst, weil du fürs Survival Training und fürs Bushcraften nicht die Lawine ausgeben willst, dann ist das wirklich ein wirklicher, unter Anführungszeichen, Geheimtipp, die taugt mir total. Auch für die Leute, die sich auf Stromausfall und Blackout ausrüsten und sagen, ich kann mir nicht drei, ich brauche vier Lampen für meine vier Familienmitglieder oder fünf, ja. Wenn du Pech hast, hast du auch fünf. Aber und ich kann immer nicht jedes Mal eine Lampe um 100 Euro, das kostet 500 Euro, das geht nicht. Dann ist das ja eine Überlegung wert. Da kaufst du dann sechs oder sieben davon, dass du noch einmal ein Backup hast. Also weil one is like none, eins ist wie keins. Und du bist glücklich und du bist dabei. Also wie gesagt, ich kann das Teil einfach nur empfehlen. Ja, das war's an der Stelle. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link. Billige Eigenwerbung natürlich zu Amazon findest du auch dort. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Abo, ein paar andere Videos. Bis bald und ciao.